Ja, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen, alle, die aus unserer Pfarrei hier in Christus Erlöser sind und auch all jene, die aus anderen Pfarreien den Weg hierher gefunden haben zu den Exerzitien, den adventlichen Exerzitien, die vom heutigen Freitag an bis zum Sonntag einschließlich gehen. Und natürlich gilt der erste Gruß Ihnen, Thomas Paul. Er wird sicher nachher, sich noch vorstellen. Und ich möchte ganz besonders auch Angelika begrüßen, Angelika Schwarz. Es war eine ziemliche Odyssee hierher, Bahnstreik und diese ganzen Dinge, die einem Knüppel zwischen die Füße werfen. Jedenfalls hat er es dann doch noch hierher geschafft. Gino hat die halbe Nacht nicht geschlafen, weil das zu organisieren war oder jedenfalls natürlich die Unruhe. Aber es ist schön, dass Sie ihn von Mannheim hierher gebracht haben. Ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott. Ich möchte auch all jene begrüßen, die per Livestream mit uns verbunden sind und kurz etwas zum Ablauf sagen. Wir werden, und die Band, die uns die Musik macht für die Anbetung, die in der ersten halben Stunde sein wird. Ich bitte einfach kräftig mitzusingen, ob Sie die Lieder kennen oder nicht. Ich vermute, Sie kennen die meisten Lieder, aber einfach mitsingen, mitbeten. Dann erfolgt der Vortrag, der freundlicherweise von der Frau Allgeier, wo ist sie? Da ist sie, übersetzt wird und wird so ungefähr bis 8:30 gehen. Und danach soll noch eine Anbetungszeit mit Heilungsgebet sein. Wer sich zwischendurch stärken möchte, einfach mal eine Pause einlegen möchte, auf die Toilette muss oder etwas trinken möchte, hat die Möglichkeit einfach, wenn man rausgeht, unter den Arkaden durch bis fast zum Ende. Da ist eine Tür entlang der Glasfassade und da kommt man in den Saal rein, sowohl zu den Toiletten als auch in den Saal, wo ein bisschen eine kleine Stärkung vorbereitet ist. Jetzt muss ich den Gino fragen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ah ja, also die Kirche ist jetzt auf zwischen 15 und 16 Grad geheizt. Ich hoffe, dass das... Oh, ich habe jetzt nicht vermutet, dass wir dafür Applaus bekommen. Ich dachte, jetzt ist die Reaktion, was? Nur 15 bis 16 Grad, aber ich hoffe, dass es aushaltbar ist. Es liegen auch Decken aus, mit denen man sich eindecken kann. Und ich glaube, wichtig sind einigermaßen warme Füße. Und die kann man also sehr gerne benutzen. Ansonsten noch was vergessen? Dann übergebe ich jetzt das Wort Ihnen. Once more. Gott, der Herr segne dich und er behüte dich und er spreche durch dich. Er komme zu dir in der Kraft des Heiligen Geistes, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und das gilt auch für die, wie ist Ihr Vorname? Sibylle. Sibylle, ja. Yes, so now we begin the music praising God. Jetzt preisen wir Gott mit unserer Superband, mit der tollen Musik. Thank you.
coming to you, but God says, I am coming to you also. Wir haben gerade gesungen, Herr, ich komme zu dir, aber Gott kommt auch zu uns. That is Christmas. Das ist der Geist von Weihnachten. We have a God who don't sit in heaven alone, he comes to the earth to each one of us. Wir haben einen Gott, der nicht allein im Himmel oben sitzt, sondern der sich zu uns auf die Erde runterbewegt. So, let us continue to praise and God for God. Lasst uns Gott weiter loben. Thank you.
Shall we sing one more song and you also join singing, clapping more active? Sollen wir noch ein Lied zusammen singen und Bruder Thomas Paul, gell? Er will, dass ihr alle mitmacht. Yeah, so richtig, yeah. Dass es nicht nur 15, 16 Grad sind, sondern 18. Yeah. In Christmas. We're going to hit the church. Yeah, yes. Come on. Start four track, then in between we can sing again, okay? Okay. So you can either sit here or you can sit there. All right. Thank you. We sit it. So after some time, in between the four track, nochmal singing. Sing. Okay. Very good. The glory to God in the highest, peace to all in the earth. Amen. So, my dear friends and beloved priests and all of you, thank you for this program that we have as a preparation for the Christmas. Liebe Freunde, liebe Priester, vielen Dank, dass ich eingeladen bin zu dieser Veranstaltung, die uns auf Weihnachten vorbereiten soll. I want to also think about today's feast of Blessed Mother's Immaculate Conception of Mother Mary. Ich will auch daran erinnern, dass heute der Tag der unbefleckten Empfängnis ist. So the angel said to Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Der Engel Gabriel hat zu Maria gesagt, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Shall we all join with the angels and say it louder? Sollen wir uns wie die Engel verhalten und das einfach ganz laut, das gegrüßet seist du Maria? Hail Mary, full of grace. Hail Mary, full of grace. In German. Ja. Okay. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Alle zusammen.
No, no, no. Sit and shout. Just the first two lines? Ja, ja. Okay. Also, sitzen bleiben und ganz laut die ersten zwei Zeilen wiederholen. You start? Yes. Hail Mary, full of grace. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Once again, take this one word, full of grace. Voll der Gnade. Once again. Also nochmal und voll der Gnade. Voll der Gnade. Once again, full of grace. Voll der Gnade. So how much is that grace? Wie viel Gnade kann man diese Gnade messen? How much? How much? What means full of grace? Was bedeutet voll der Gnade? Yeah. And what is the meaning of grace? Was bedeutet der Begriff Gnade? Can any, you don't have to say it, but can anybody immediately say grace means the meaning of the grace? They can raise their hand. You don't have to say. Somebody who can, who know it, what is grace, can raise their hand. Wer könnte sofort die Antwort geben, was der Begriff Gnade bedeutet? Man muss es nicht laut sagen, aber wenn man meint, man könnte diese Frage gleich beantworten, soll man die Hand heben. Also, was bedeutet Gnade? Very good. Sehr schön. Yeah. So, it is good to know this important point of what is grace. Es ist wichtig, die Bedeutung des Wortes Gnade zu wissen. In the Catechism of Catholic Church, that is the official teaching of the Holy Catholic Church, in paragraph 1997 says, grace is the participation of God's life into man's life. 1997. Catechism 1900. Ich habe das noch nie in der Hand gehabt, das Buch. Just a minute. 997. Okay. So, we will read here. Grace is participation in the life of God. Only that much. Ja. Gnade, die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes. Yes. Alle zusammen? Gnade, Teilhabe am Leben Gottes. And there is more, but let us only stop here now and think about it. Grace is participation in the life of God. Wir lesen nachher noch mehr, aber wir wollen kurz darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gnade eine Teilhabe am Leben Gottes ist. We will learn more later. We will learn more ja, later. Ja, habe ich schon gesagt. Yeah, yeah. Now, I want you to do an exercise with your hand. Ich möchte jetzt mit euch eine Übung machen und dazu brauchen wir die Hände. Both hands. Beide. Take your both hands. Nehmt beide Hände. Yeah. Ready? Now, right hand is God's life and left hand is our human life. Okay, also die rechte Hand symbolisiert das Leben. Gott, die linke Hand sind wir. Yeah. Now, what is grace? The God's life. Now, do this. Ja, yeah. Gnade bedeutet jetzt, God's life, Gottes Leben come down, kommt zu uns enter into man's life. Und tritt in unser Leben ein. Participation of divine life into human life. Also die Teilhabe Gottes am menschlichen Leben. Yes. And what happened now? God's life entered into man's life and man's life became God's life. Oh. Also Gott tritt in unser Leben ein und unser Leben wird zu Gottes Leben. Now who is this man? Was ist, where is this man now? Wo ist jetzt der Mensch? Man became a child of God. Und jetzt wird der Mensch zu einem Kind Gottes. Yeah.
Halleluja. Halleluja. You agree with this? Sind Sie damit einverstanden? Once again. Right hand up. Nochmal. God, life, come down, enter into man's life. Gottes Leben tritt in unser Leben ein. And transforming man und verwandelt and making him God. Den Menschen in, zu einem Gott, zu Gott. Ganz einfach. Now this is what happened first of all in Mother Mary. Und das ist das erste Mal bei der Jungfrau Maria passiert. When it happened in Mary? When it als happened es, in Mary? Als Gott in Marias Leben trat. When this happened in Mary, even before she was born, in the womb of her mother, when she was conceived, God's grace came upon Mary and she became full of grace. Also die Mutter Gottes wurde schon eigentlich im Bauch, in der Gebärmutter, in der, als Fötus sozusagen, von Gottes Leben beseelt. Yeah. Before Mary was born. Ja, vor ihrer Geburt. Yes. And that is the feast we celebrate here, the Immaculate Conception of Mary. Das ist das Fest der unbefleckten Empfängnis, das heute gefeiert wird. That is why the angel came and the angel started bowing down on Mary and say, Hail Mary, full of grace. An angel is bowing to Mary. Hail, angel. Und das ist der Grund, warum der Engel Gabriel oder die Engel zu Maria gekommen sind, sich vor ihr verneigt haben und sie begrüßt haben oder gesegnet haben. Sometimes some people ask me, why you Catholics are giving so much importance to Mother Mary? Manchmal werde ich gefragt, warum gibt ihr der Maria, Mutter Gottes, so eine große Rolle? I said, well, an angel came and started giving respect, so I'm just standing behind the angel. Und er antwortet, ein Engel ist zu Maria heruntergekommen, hat sich vor ihr verneigt und ich mache einfach das Gleiche, was der Engel bei der Maria gemacht hat. Not an ordinary angel, an archangel, Gabriel. Es war nicht irgendein Engel, sondern der Erzengel Gabriel. So we must understand now, we are also full of grace through baptism. Und dank der Taufe sind wir auch voll der Gnade. Yeah. In Mary, the original sin was removed even before she was born. In Mary. Also bei der Maria, Maria hat quasi die Erbsünde wurde geheilt in der Maria. Before Mary was born. Schon bei ihrer Zeug, also bei der unbefleckten Empfängnis. But for us. After we were born, we were brought in the church, in the baptism, our original sin is removed. Und wir wurden alle getauft und so auch von unseren Sünden befreit. And now, little more I want to say about the Immaculate Conception from the Catechism of Catholic Church teaching. Little more, you say that? Ja. Jetzt lese ich noch mal was vor aus dem Katholizismus. Seite. Yeah, that is 492. 492. Yeah, there you go. You got it now very fast. See the splendor of an entirely unique holiness by which Mary is enriched from the first instant of her conception comes wholly from Christ. Dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit erstrahlt, kommt ihr nur Christi wegen zu. Ja. Einzigartigkeit. Einzigartig. Einzigartige Heiligkeit. So that is special for Mary. Das gibt's nur bei der Maria. Einzigartig. Only for Mary.
Nochmal, es gilt, diese einzigartige Heiligkeit gibt es nur bei der Maria. Einzigartig means unique. It is not for everybody. It's only for Mary. Nur die Maria hat so etwas erlebt. Because she is called to be the only call to be the mother of the Savior. Sie war die Mutter des Erlösers. Yes. Therefore, to say yes by Mary, God had prepared Mary to say yes to the Gabriel. Also Gott hat zu Maria schon Ja gesagt und sie dadurch darauf vorbereitet, auch Ja zu sagen, wenn sie von Gabriel gefragt wird oder. Frau Kündigo. Ja. When Gabriel gave the Also als Gabriel ihr halt erzählt hat, was passiert, hat sie Ja sagen können. Sie war von Geburt an darauf eingestellt. Okay, now we come to the mystery of Christmas. Jetzt schauen wir uns das Weihnachtsgeheimnis an. Christmas is the greatest mystery and it has a lot of things we have to learn. Weihnachten ist das größte Geheimnis. The simple understanding of mystery is through Christmas God has divided the universe into two. Okay, also einfaches Verständnis ist, durch Weihnachten wurde das Universum in zwei Teile geteilt. That is before Christ and Anno Domini. Ja, es gibt eben vor Christus und nach Christus. I did not say nach Christus. Also ja, ich habe added. That's the point. Sorry. Also es gibt ein vor Christus and Anno Domini. Anno Domini. Anno Domini means das Jahr des Herrn. Not nach Christus. In German we say nach Christus. See, okay. So Anno Domini means we are in Christ. The whole universe is in Christ. Und das bedeutet Anno Domini, dass das ganze Universum in Gottes Geist That means when you are going to see in the crib is already getting ready where a little child infant Jesus will be born there. But who is that infant Jesus? Who is that child Jesus? Die Krippe wird langsam darauf vorbereitet und will das kleine Kindlein empfangen und wir wissen eigentlich gar nicht, wer ist dieses kleine Kind Jesus. That is God man. Das ist Gott der Menschensohn. Yes. That is the word of God become man. Und so wird das Gottes Wort wird zu einem Menschen. Which man? Was ist das für ein Mensch? Only Catholic or Christians? Ist der nur für Katholiken, nur für Christen? Or the whole humanity? Oder ist er für die ganze Menschheit zuständig? So up to this moment, humanity's nature was as children of Adam. Also bis Anno Domini, bis zur Geburt Christi, waren alle Kinder von Adam, stammten alle von Adam ab. But from the birth of Jesus, the whole universe became one in the body of Christ. Und ab der Geburt Jesu kam das ganze Universum, war dann in Gott oder in Christus vereint. That is called Anno Domini, the era of Christ, era of God. Die Ära Gottes beginnt mit der Geburt Jesu. Und Anno Domini heißt eben das Jahr des Herrn. That is, the universe is divided. Und jetzt universe. Das Universum, die Erdgeschichte ist geteilt in ein Vorher und ein Dann. Okay. Verstanden. So now we must recognize
You can all this you can understand in the Holy Mass, in the preface of the Holy Mass of the Advent time and the Christmas time. Pardon? Die Präfation? Ja. Okay. Yes. Ah, okay. Okay. Ja. Wie soll ich das in the Holy Mass, when ach so, ach, jetzt. Okay, also in der Messe gibt es die Präfation. Wie heißt denn das auf Deutsch? Gibt es das? Kann man, okay. Ja, ja. The Preface. That is, what, Angelica, you say that? Yeah, she said it. Preface. Yeah. That is when the priest say, the Lord be with you. Also das ist die Redewendung, der Herr ist mit dir. And we say, it is right to give him thanks and praise. Also we say, und mit deinem Geiste. And that priest say, it is right to give him thanks and praise. Jetzt ist es Zeit, um ihn zu danken und zu loben. Yes. And God, we thank you for your coming. Through your first coming, you prepared for your second coming. Du bist zum ersten Mal auf die Erde gekommen und wir bereiten uns vor, dass du wiederkommst. That there are two Advents. Es gibt zwei Advente, zwei Ankünfte. Yeah. What for the first coming? The first coming is the Christmas. Der erste Advent, die erste Ankunft ist Weihnachten. That is to prepare us for his second coming. Und wir sollen uns immer darauf vorbereiten. Can I say every second year? Coming. Yeah, can I say every year? Eh? Or all the time? How often shall we prepare for the second coming? No, yeah. Second coming is going to come in the time. Wir sollen uns auf die zweite Wiederkunft vorbereiten. So, okay, I say another preface. I say another preface. Yeah. Another preface. Er sagt noch eine Präfation. Lord, through your incarnation, you have reconciled us with the Father. Durch deine Menschwerdung hast du uns mit dem Vater versöhnt. Ja, korrekt. Noch einmal. Durch deine Menschwerdung hast du uns mit dem Vater versöhnt. Yes. Through your passion, you cancelled our sins. Durch dein Leiden hast du uns von unseren Sünden erlöst. Through your resurrection, you gave us new life. Durch deine Auferstehung hast du uns neues Leben geschenkt. Through your ascension, you opened heaven for us. Durch deine Auferstehung hast du den Himmel für uns geöffnet. Therefore, with all the angels and saints, we sing holy, holy, holy. Deshalb singen wir mit allen Engeln und Heiligen heilig. Now you know where this prayer is said. Yeah. So in these small words, a big mystery is proclaimed. In diesen wenigen Worten, in diesen einfachen Worten steckt ein großes Geheimnis. And there is another preface is, O Lord, through your holy exchange, that is in the Catechism, paragraph 526, holy exchange. So easy to read here, you know, 526. See here, the Weihnachten is the mysterium, this wundersamen Tausches. Shall I read this? Yeah. Okay. Only that sentence. Yeah. Weihnachten ist das Mysterium des wundersamen Tausches. Yes. What means Tausche? Was bedeutet Tausch? Yeah. Exchange. Tausch heißt Austausch. Christmas is a mystery of this marvelous exchange. Weihnachten ist das Mysterium des wundersamen Tausches. What is exchange? What happened? Was ist da passiert? God came down. Gott kam zu uns. He gave his divine nature to us. Er gab uns seine göttliche Natur. And he took our fallen, sinful human nature.
Und er befreite uns von den Sünden. Na? He took our human fallen nature himself. Er hat seine Sünden auf sich genommen. Yeah. He took our nature. Yeah. Yeah. Ach so. Thank you. Er hat unsere Natur angenommen. Unser Wesen. Okay, unsere gefallene Natur. Can you believe this? Some people have a doubt. Oh, our sinful nature, if Jesus take then all the sin, he become a sinner? Manche Menschen denken sich, wenn er all uns unsere gefallene Natur annimmt von uns allen, dann wird er selber zum Sünder. No. Nein. He is holy, holy, holy. Nein, er ist heilig. Heilig, heilig. When he take our sin upon him, we become holy. Wenn er unsere Sünden annimmt, dann werden wir heilig. So this is what we have to believe in this Christmas time. Und das ist der Geist von Weihnachten, das ist das, an was wir an Weihnachten glauben. That when we come to worship the little child in the manger, wenn wir das kleine Kind in der Krippe verehren, can you imagine that in this child the whole humanity is in him? Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass die ganze Menschheit in diesem kleinen Kind steckt? That is why he said mysterium, mystery. Deswegen spricht man von Mysterium. Yeah. Dass Weihnachten das Mysterium, des wundersamen Tausches ist. We are thinking about big exchanging of good gifts and chocolates and so many other gifts we are exchanging, but we forget about this gift. Ja, bei uns ist Weihnachten reduziert auf den Austausch von großen, kleinen, riesigen Geschenken. Yeah. Und man vergisst eigentlich dieses kleine Geschenk. This big gift. Also das kleine, das ganz kleine Geschenk, das aber ein Riesengeschenk war. What is the great gift? Was ist das große Geschenk? It's an exchange. Der Austausch. Now once again, raise your right hand up. Nochmal, rechte Hand nach oben. That is God's life. Gottes Leben. And left hand is man's life. Der Mensch. Man's life is weak and with sinfulness. Wir sind schwach und sündig. God's life is holy, holy, holy. Gottes Leben ist heilig, heilig, heilig. Now the exchange is going to take place. Jetzt kommt der Austausch. God come and giving his life to us. Gott kommt zu uns hernieder und gibt uns now sein hold Leben. On, hold on our life. Now what happened? He took our life. Jetzt hat er unser Leben angenommen. And he gave his life. Und sein Leben für uns hingegeben. It is beyond human understanding. Das kann man nicht verstehen. That's why it is called mysterium. Deshalb spricht man von einem Mysterium. Yes. Now we know later on this Christ will take away our sin on the cross. Wir werden jetzt wissen wir, dass Jesus später on, unsere Sünden am Kreuz auf sich nimmt. Yeah. But how? Aber wie macht er das? How he takes away our sin? Wie befreit er uns von unseren Sünden? Because when Jesus is lifted up on the cross in his body, we are all in his body. Wenn Jesus gekreuzigt wird, wird nicht nur Jesus gekreuzigt, sondern wir sind alle in ihm. How we became in his body? Wie sind wir in seinen Körper gekommen? Through the exchange of this Christmas mystery. Wie sind wir in seinen Körper gelangt? Eben durch dieses Weihnachtsmysterium, durch through diesen Austausch. Incarnation. So that is called incarnation. Das ist die Inkarnation. Yeah, we take another word. 461. 461.
461. You got it. Taking up St. John's expression, the Word became flesh, the church calls incarnation. Please. Okay. In German it's far longer. Yeah, yeah. Okay. Im Anschluss an die Sprechweise des heiligen Johannes, das Wort ist Fleisch geworden, nennt die Kirche das Geschehnis, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken, Inkarnation, Fleisch oder Menschwerdung. I will read it once again. The Word became flesh, the church calls incarnation. The fact that the Son of God assumed a human nature in order to accomplish our salvation in it. Das Wort ist Fleisch geworden. Das bezeichnet die Kirche, das geschehen ist, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken. Inkarnation. Yes. One day, a mother was crying and telling me her son is full of alcohol and drug addiction. Eines Tages kam eine Mutter zu ihm und hat geweint und gesagt, ihr Sohn ist voller Alkohol- und Drogenmissbrauch. And she said, I am angry to him. Tomorrow I will kick him out of my house if he come drinking. Ich ärgere mich so über ihn und morgen schmeiße ich ihn raus. Er braucht nicht mehr zu mir kommen. So I told her, why are you calling me to say this? Und warum rufen Sie mich jetzt an, habe ich sie gefragt. To kick out your son? Wollen Sie mir das wirklich, warum erzählen Sie mir, dass Sie Ihren Sohn rauswerfen wollen? Oh, Thomas Paul, pray for me, pray for me, pray for my child. Und dann hat sie ihn gebeten, bitte, Thomas Paul, bete für mich, bete für meinen Sohn. Okay. Then I asked her, do you have a crucifix in your home? Dann habe ich sie gefragt, ob sie ein Kreuz zu Hause hat. Yes, yes. Ja, natürlich. And you pray in rosary? Lamb of God, who takes away the sin of the world, have mercy on me. Do you pray that? Betest du einen Rosenkranz, Lamm Gottes, der du wegnimmst, der du hinwegnimmst die Sünde der Welt? Yeah, every day I pray. Ja, ich bete jeden Tag einen Rosenkranz. I said, can you say that prayer, Lamb of God? Kannst du dieses Gebet sprechen, Lamm Gottes, der du hinwegnimmst die Sünde der Welt? So she said it so fast. Lamb of God, who take away the sin of the world, have mercy on me. Lamb of God, who take away the sin of the world, have mercy on me. Like that. Also hat sie das schnell runtergerattert. So everybody fast. Wir sollen es mal nachmachen, wie es die Mutter gemacht hat. Ganz schnell. Yeah. Lamm Gottes, dass der du hinwegnimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamb of God, who take away the sin of the world, have mercy on me. Ihr sollt es alle auch sagen, ganz schnell. Lamm Gottes, der du hinwegnimmst, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. We want to pray fast and finish the rosary or any prayer fast. Ja, sie hat gewusst, das gehört dazu und sie hat einfach schnell die Sache erledigt. So I told her, do you know what is the real meaning of that prayer? Und dann hat er sie gefragt, weißt du, was die Bedeutung von diesem Gebet ist, was da dahinter steckt? Oh, Thomas Paul, how we don't know all those things, but we pray. Und sie hat geantwortet, Thomas Paul, das sind einfach irgendwelche Phrasen, wir sagen das halt, wir müssen das nicht wissen. From childhood onwards, I am praying, Lamb of God, who take away the sin of the world, have mercy on me. I am praying. Und seit meiner Kindheit bete ich das und ja. Lamb of God, who take away the sin of the world. Lamm Gottes, der du hinwegnimmst die Sünde der Welt, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Now you must think how the Lamb of God takes away the sin. Und er hat ja gesagt, denk doch mal darüber nach, wie das Lamm Gottes die Sünde der Welt wegnimmt. First of all, that Jesus, when he was born, at that time itself,
he took our sinful nature in his body. Also, erstens hat Jesus durch seine Geburt unsere Sünden übernommen. Sinful body, not sin. Sinful body. Unser sündhaftes Fleisch angenommen. Yes. And then, when he was lifted up on the cross, he lifted that body. There he suffered for our sins. Und als er gekreuzigt wurde, hat er für unsere Sünden gelitten. Yes. Then I asked her. Once again, you say that prayer, Lamb of God. Slowly, you say. I ask that mummy. You say this slowly, Lamb of God, who take away the sin of the world. Und dann hat er sie aufgefordert, nochmal ganz langsam, Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Shall we all say slowly? Jetzt sagen wir das mal gemeinsam. Lamm, Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Noch einmal. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Now that mother was asking, sin of the world? Und really? Jetzt fängt die Frau an zu verstehen und wundert sich, die Sünden der Welt. Oh, exactly. Und er hat sich gefreut, weil jetzt hat sie verstanden, was sie seit früher Kindheit gebetet hat. Die Sünden der Welt. Then I asked her, in that is your sin and your son, who is alcoholic and drug addict, is his sin is also in that? Sind jetzt deine Sünden und die Sünden deines Sohnes, sind die da mit eingeschlossen? Then she started thinking. Und dann hat's gerattert. Slowly he answered. She answered. Langsam hat sie geantwortet. Naturally. Ja, natürlich sind die da auch dabei. See, now you believe this. Und jetzt kann man das verstehen und glauben. You believe that your sin and your son's sin, Jesus has taken over in his body. Und dann konnte sie verstehen, langsam verstehen, dass Jesus ihre Sünden und die Sünden ihres Sohnes in seinem Körper übernommen hat. From when? From incarnation onwards, he took our sinful humanity. Durch die Inkarnation hat er unsere unsere gefallene Natur übernommen. What about you? Is it your fallen nature is already taken over by Jesus through incarnation or not? Ist eure gefallene Natur schon von Gott übernommen, angenommen worden? How many of you believe this? Wie viele glauben das? Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. Now that woman asked me another question. Dann hat mich die Frau noch eine Frage gestellt. The world? Die Sünden der Welt? That means those people who are going to be born, even their sin Jesus took on him? Hat Jesus auch die Sünden künftiger Menschen übernommen, angenommen? Natürlich. Ja. But I never believed that. Ich habe das nie geglaubt, hat die Frau gesagt. How can he take away the sin of the world, that is people who are not yet born? Wie kann Jesus Christus die Sünden hinwegnehmen von Menschen, die noch gar nicht geboren sind? So that is called, it is a mysterium. Und das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Jesus ist selber, gestern, heute und Ewigkeit. He is the same, yesterday, today and forever. Jesus ist unser Retter, gestern, heute, morgen. Ja, Ewigkeit. Ewigkeit, in Ewigkeit. And will he come again to take, will he again be crucified for the sin of the future people?
Dann hat sie gefragt, wird er dann nochmal gekreuzigt für diese Sünden von den künftigen Menschen? So we have to believe, when I say I believe in Jesus Christ, means he, we believe Jesus took the sin of the whole humanity, the sin of the world. Wenn wir jetzt also sagen, wir glauben an Jesus Christus, dann glauben wir auch daran, dass er die Sünden der Menschen, der ganzen Welt, die auch die noch kommen, hinweggenommen hat. So it all began not straight away on the cross. It all began from the incarnation. Es hat bei der Menschwerdung schon begonnen, nicht erst am Kreuz, nicht erst durch die Kreuzigung. I mean, so here, 450 or maybe. Or 521. Catechism of the Catholic Church. This is the official teaching of the Holy Catholic Church for 521. Yes, you worried? Yes. Yeah. I'm waiting for you. Oh, see, he's first now. Christ enables us to live in him all that he himself lived, and he lives it in us. Alles, was Christus gelebt hat, lässt uns in ihm leben, und lebt es in uns. By his incarnation, he, the Son of God, has in a certain way united himself with each man. Denn der Sohn Gottes, hat sich in seiner Fleischwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Every man. So that is why we were singing today, glory to God in the highest, peace to all in the earth. The angels were singing. Und deswegen haben wir, wie war das? Gloria, we were singing. Heilig, wie hat das Lied geheißen? Yeah. Anyway, you see only these sentences. Glory to God, the angel sang, glory to God in the highest, peace to all in the earth. Deswegen haben die Engel gesungen, Friede den Menschen auf Erden. You get ready for a song now, okay? You can sing another song. Yeah. So, jetzt gibt's nochmal. So we have to recognize, he has taken the sin of us, and our partner, our husband, wife, our children, our parents, everybody's. Wir müssen das verstehen, dass unsere Sünden, die Sünden unseres Partners, unserer Kinder, von jedem die Sünden hinweggenommen hat. Believed. Now let us stand up and sing a song. Jetzt stehen wir auf und singen zusammen. Yeah.